Willkommen zurück auf dem Kanal zum Klassiker am St. Jakobspark. Basel gegen FCZ. Nimm dich mit, ey. Nimm dich mit, ey. Basel gegen Zürich. Immer ein hitziges Duell. Letztes Mal, wo sie da aufeinander getroffen sind, hat der Xhaka glatt rot Klaps bekommen. 4 rote insgesamt. Und Zürich hat den Match für sich entschieden. Jetzt ist Zürich auf dem Tabellenersten. Kann nur noch von Lugano überholt werden mit einem Sieg. IB hat zwar gewonnen, aber das Torverhältnis von Zürich ist besser. Basel hat einen Horrorstart gehabt in der Saison. Und genau so ein Spiel wäre wichtig für Basel, um die Saison wieder in die richtige Bahn zu bringen. Wenn ihr den Rom-Vlog noch nicht gesehen habt, geht jetzt über zu Rom, geht über zu FCZ St. Gallen und geht über zu IB. Schaut jeden Vlog von dieser Vlogwoche an. Und kommt erst dann wieder da an. Lasst überall einen Kommentar für den Algorithmus und liket jeden. Es war ein grosser Aufwand. Lasst Liebe da, ich küsse euer Herz. Wir sind drin im Stadion. Mutanz und Kurve mit der Choreo. Und Südkurve wieder pumpenvoll. Der Thauland Xhaka ist jetzt genau nach seiner 8. Spielsperre wieder im Klassiker gegen Zürich dabei. Was für Bilder in der Südkurve, einfach nur herrlich. Das muss man ihm lassen, egal wo. Sogar Familien sind es mit den Pyros am Verscheuchen, alle am Flüchten und Auflaufen. Was für Szene, Pepe, Mutanz und Kurve, die Pumpe dann eskalieren. Und da Zürcher, man hört von links und rechts nur Kurven an. Match ist abgewickelt, Zürich von rechts nach links. Verteidigt, aber der Conte wieder mal mit einem Superball. Oh, Superball. Und der erste Eckball für Zürich. Und nach vorne. Basel aus einer guten Position. Ja, stark, Ballstoß, ja, Ballstoß. Das ist korrekt entschieden. Ja, super durchgesetzt. Und erste Eckball für Basel. Oh, erste Chance. Was im Lauf! Oh! Oh! Chance vergeben, oder? Noch nicht! Oh! Wieder übergeschossen! Aber ist nicht klar! Der Torschuss vom Spiel und von Basel. Also ich muss echt sagen, bis jetzt gefällt mir der Schiri extrem. Er lässt sehr viel laufen. Oh, schon wieder, oh! Oi. Den muss man machen. Basel hat 1-0 auf dem Fuss. Macht es nicht riesig dran.
kein Wunder wegen dem Passberuf. Oh, stark in der Ecke, kein Fall. Ja, das ist zu wenig für mich. Oh, starker Ball. Oh, das muss es sein, oder? Ja, und das? Ach, du heilige Maria. Da vergibt 200% und es steht immer noch 0-0. Und was passiert, wenn man sie vorne nicht macht? Man bekommt sie hinten. Die müssen aufpassen mit so Chancen, also wirklich. Oh, ganz starker Ball und jetzt. Und Eigentor Basel. Eigentor Basel. Zürich versiegt die Überraschung aus. 1-0. Und es gibt schon wieder Auseinandersetzungen. Komplett auspfiffen. Zürich am 4 und am Zünden. Spiel wieder anpfiffen. Zürich mit dem 1-0. Und er lässt gar nicht mehr weiterspielen. Es geht direkt in die Halbzeit. Zürich 4-1-0. Die erste Hälfte ist durch. Und was habe ich kurz vorher gesagt? Wer sie nicht vorne macht, wird sie hinten kassieren. Genau so ist ungefähr 2 Minuten später auch passiert. Zürich mit dem, finde ich, unverdienten Goal. Basel ist besser im Spiel von der Chance. Haben mehr gemacht, haben mehr gekämpft. Aber wie es im Fußball dann so oft ist, macht genau der, was nicht verdient hat, Bude. Zum Spiel selber, ich habe einen deutlich besseren Klassiker gefunden von der ersten Hälfte als der letzte. Ich wollte gegen den Schluss auch fast sagen, mir fehlt Hitz. Vielleicht braucht es den Tauland Chaka. Aber gegen den Schluss ist dann doch noch mal hitziger geworden und ich freue mich wirklich auf die zweite Hälfte. Und zweite Hälfte, ich habe die Verbasung von rechts nach links. Und Zürich mit dem 2-0, direkt in der zweiten Hälfte. Ich habe es nicht aufgenommen, weil ich denke, an der überlüpft Latte und gerade nicht immer. Also ich habe es komisch gefunden, weil der Kopfball könnte Offside gewesen sein. Mal schauen, ob er es checkt oder nicht. Oh ja, tatsächlich. Er wird es checken, weil der Kopfball ist nach dieser Flanke gekommen. Der so aus der wie Offside. Das Spiel wird gerade für nichts. Goal zählt, Zürich führt 2-0. Oh, starker Seitenwechsel. Okita. Und drüber. Offside wahrscheinlich. Und jetzt, hier steht überhaupt nicht drin. Ich weiß nicht, ob es Offside wäre, aber dass der nicht drin ist, ist auch riesig Glück. Also schlechter kann es für Basel nicht laufen. So in die Halbzeit starten, nach so einem Horrorstart in die Saison. Die brauchen jetzt extrem viel, um da noch einen Punkt mitnehmen. Und wenn sie keinen mitnehmen, bleiben sie glaubs. Auf dem letzten vorerst. Oh. Jetzt aber. Oh, der ist Kate. Oi, oi, oi. Weiß nicht, ob man es checken muss. Hat man eher das Umkehr aus, aber mal schauen. Und Freust ist für Basel in einer guten Position. Oi, 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 oi. Beruhigt euch. Chaka kommt rein und wird von der Mutanzekurve schon herzlich begrüßt. Und Chaka ist wieder zurück in der Super League. Kapitän auf dem Platz. Klassiker 0-2 im Rückstand. Kann er es noch drehen? Zürcher pfeifen die Nuss, Basler bejubeln ihn. Heimspielen 34, Tauland! Und der Ball ist nicht. Reicht auf unserer richtig guten Position und langsam brauchen sie auch eine Bude, weil es ist jetzt an die 70. Minute. Oh, oh, oh! Was? 2-2, ich rede nur davon! Oh!
jetzt wird es ganz brenzlig. Uiuiuiuiui. Oh, wieso offside? Das wäre wieder typisch gewesen. Nur Basel am Spielen gewesen bis jetzt. Das wäre es wieder gewesen, wenn Zürich zuschlagen hätte. Oh, gut. Foul, 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 ja. Das ist korrekt gesehen. Sehr gute Position. Oh! Was ein Freistoß! Weltklasse! Weltklasse! Mutansekur verrastet aus. Genau so ist Holland's Bruch. Sie sind wieder zurück im Spiel. 75. Minute öffnen. Spiel wieder ab, Christian Basel mit dem Anschlusstreffer. Können sie es noch schaffen? Fans glauben zumindest dran. Also Basel muss jetzt das Momentum für sich nutzen, wenn sie da noch etwas mitnehmen. Uiuiui. Ganz kritischer Rückpass. Oh. Uiuiuiuiui. Also ganz ehrlich, für mich ist das nicht Freistoß für Basel. Ich finde, das ist sogar für Zürich, wie der ausgekickt hat. 27.744 Zuschauer. Richtig stark für das Superliga-Spiel. Oh, der muss aufpassen. Der muss aufpassen. Wenn er den zurückbekommt. Der Händler von Zürich muss mit Rot auf den Platz. Er muss rausgehen, wird von allen beleidigt, beschimpft und ausgepfiffen. Jetzt wird wieder ein hitziges Duell, das wenn man doch so ein Klassiker. Oh, 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 Conte springt der Chaka komplett um. Oi, 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 sie müssen ruhig bleiben. Ich sage ja, jetzt wird es im Klassiker, so will man das. Zürcher wieder komplett am Zünden. Oh. Foul, oder? Jetzt aber eben. Oh, 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 das. Ja, das zieht er jetzt. Also, das ist schon kritisch. Oh nein, macht er auch nicht. Okay, da kann man nichts nutzen. Dann hat er eine gute Linie. Wenigstens haltet er sie. Oi, 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 umgetribbelt und das ist nicht ganz viel Glück für Basel. Der Weiga mit einem Dribbling, den du niemals darfst machen in dem Drittel. Oh, oh, Stilzig. Guter Ball. Und die Hand vom Brachter. Oi, oi, oi. Oh, Marvin Hitz und Vega. Gerade noch so klärt. Für den Post mit dem 3-2. 90. Minute reguläre Spielzeit. Ich tue mich in eine ganz heiße Nachspielzeit. Noch 5 Minuten Nachspielzeit. Oh, oh, Zürich wurde nochmal. Stark durchgesetzt. Oh, und der Hit hat sie. Oh, gut abgelegt. Super abgelegt. Oh, ei, 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 ei. Er verzieht ihn aber den Pfosten. Oh, oh, Kracher. Oh, los, Minute unentschieden. Basel mit dem 2-2. Die Mutanzer-Kurve haltet sich nicht mehr. Sie haben den Ausdruck geschafft. Oh, 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 oh. Paulan Chaka tut gegen den Katic reden. Jetzt wird es brenzlig. Das wird sicher eine Rote, die irgendwo durch. Gehört zu einem Klassiker, aber ist unnötig. Ja, jetzt eskaliert es komplett. Jetzt, oh, 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 rote Karte. Und das wird ganz sicher eine Rote geben. Es eskaliert genau gleich wie letztes Mal. Neuer Spielstand, FC Basel. FC Zürich. Wer wird noch eine Gali bekommen, der sogar eine Rote? Nochmal eine Gali, nochmal eine Gali. Ah, ja, ich habe noch den Chaka bekommen. Der Baum wieder aufgriffen, Basel mit dem 2-2 ausgeliehen.
Und Spiel ist abgeschüttelt. Zürich verspielt Führung. Sauland Schocka hat noch eine Dreier mit der Basler und ein Punkt mitnehmen, der extrem wichtig ist für die Mentalität, für die Psyche und für den ganzen Verein. Und auch wenn es gerade noch passiert hat, sie werden geführt von den Fans. Was für Szene, das Unentschieden wird bejubelt wie im Sieg. Spiel ist abgepfiffen, Basel hat es noch geschafft, zum 2-2 ausgleichen. Und es ist das Gleiche passiert wie bei Zürich, wo ich gesagt habe, wer vorne die Bude nicht macht, kassiert sie hinten. Der Okita hat sicher ein 3-1 auf dem Fuß. Sogar eine ähnliche Chance wie beide vergebenen Chancen von Basel. Er macht sie nicht und was passiert? Basel stochert noch durch einen Abpraller vom Brecher das Goal rein und gleicht aus. Was für die Psyche, die Fans und der Verein extrem wichtig ist nach so einem Horrorstart in die Saison. Ein riesen Bestandteil für das Unentschieden ist ohne Frage der Thauland Xhaka. Nach 8 Spielen wieder zurück, genau wieder im Klassiker, wieder im St. Jakobspark. Und man hat sofort gemerkt, dass er gefehlt hat. Als er reingekommen ist, hat man sofort gemerkt, dass ein Leader auf dem Platz steht. Er ist direkt in Zweikampf mit Zürich-Spielern, ist giftig gewesen, hat wieder Hitze in den Klassiker reingebracht, wo mir wieder gefehlt hat in der zweiten Hälfte. Klar hat er auch ein bisschen übertrieben dort beim Katic am Boden, aber das gehört halt ein paar Mal dazu zu so einem Spiel, da muss man nicht gross rummotzen. Insgesamt finde ich es eigentlich ein faires Resultat, das 2-2. Zürich hat in beiden Halbzeiten weniger als Basel gemacht. Auch wenn es nur vielleicht wenig ist, statistisch gesehen, aber sie haben weniger gemacht und darum finde ich es ein Verdienstresultat. Für Zürich sieht es tabellentechnisch immer noch gut aus. Sie sind auf dem ersten, aber jetzt kommt es, mit einem Spiel mehr. Heisst, wenn IB ihr nächstes Spiel gönnt, dann sind sie Erste. Egal, ob sie 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, egal wie sie gönnen, wenn sie gönnen, ist IB Erste. Lugano hat heute gegen Luzern verloren, das ist das Glück für Zürich, ist ein direkter Verfolger weniger. Zu den Fans, beide wirklich top. Mutanzerkurve und auch die Südkurve haben von vorne bis hinten komplett alles gegeben. Bei den Goals, bei den Fouls, bei den Zweikämpfen, bei allem sind sie voll dabei gewesen. Es war eine geile Stimmung. Man hat richtig gemerkt, dass es ein Klassiker ist. Rom-Vlog ist gerade am Verarbeiten. Der nächste wird Basel gegen Zürich sein. Roma ein bisschen Verspätung, ein bisschen Problem gehabt, aber er kommt morgen. Doppel-Upload mit Zürich-Basel. Rom wahrscheinlich am 11, 12 am Mittag dort rum. Und Basel gegen Zürich kommt dann gegen den Abend. Wir gehen jetzt ungefähr in eine zweiwöchige oder einwöchige Länderspielpause. Das heisst, eventuell wird es ein oder zwei Wochen Pause geben. Je nachdem, wo die Spiele sind. Aber das muss ich dann noch schauen. Aber nach der Länderspielpause wird es dann ganz normal, wie jetzt, weitergehen mit dem Clubspiel. Wenn euch diese Vlogwoche und dieser Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, Comment und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Das ist Sound aus dem Revier. Meine Filme.